Also, ja, ich bin der Michi, wir kommen aus Niederbayern da. Wir haben meistens an große Fischen nehmen viel teil, die sie nicht kennen. Genau. Ich bin der Wiener Basti, Tandempartner von Michi. Viel kennen mich nicht. Wie gesagt, hauptsächlich Fiedern. Und heute sind wir an einem schönen Gewässer bei uns in Niederbayern und wollen wir mal schauen, ob wir den einen oder anderen Karpfen fangen können. Ja, ich bin der Jason, ich bleibe hinter der Kamera heute, die meisten kennen mich alle schon. So, und die beiden, ich freue mich total, das ist das erste Mal, dass ich euch vor der Kamera habe, nur allgemein, glaube ich, Preston. So, stimmt, ich freue mich besonders, die Intro war schon nicht schlecht, so ich habe ein gutes Gefühl für heute. Aber es fängt schon an, ich habe gesagt, wer macht was? Wir sollten Method gegen Feeder, wer macht was denn? Oh, egal, wir haben alles dabei. So, ich habe entschieden, wir machen eine Runde Schnick, Schnack, Schnock, oder wie heißt das? Genau. Schnick, Schnack, Schnock. Und der Verlierer muss dann feedern, ja? In Ordnung? Best. Machen wir so. Alles klar. Best. Okay, dann. Revanche, Trainer, Revanche. Ja, kriegst du nicht. Ja, so, wir haben den Gewinner. Wir haben gesagt, vorher machen wir das Beste von drei. Michael, du machst Method und Basti ist der Feeder-Angler für heute. Richtig. Alles klar. Genau. Dann wollte er Futter ein bisschen teilen, ein Köder, glaube ich, für den entsprechenden Angel. Mama, das ist für mich. Ja, bist du gleich, genau. Okay, jetzt bist du. Ich nehme die Maden noch zu mir, was du drin hast. Morgen und Pink ist, genau. Alles klar, alles dann. Klar. Das sieht interessant aus. Ja. Als Fiederer werde ich dann das neue wieder lieferbare Margot vorstellen. Mal schauen, ob sie in Verbindung mit tote und lebenden Maden den einen oder anderen Karpfen überreden kann. Genau. Werden wir sehen. Ich werde dann heute die Super Green fischen damit, in Verbindung mit Match Method und ein bisschen ein Grill dazu. Wo es eigentlich normal schon immer zum Methodangeln gut funktioniert. Oder? Junge, Junge, ich bringe ein paar Tüten mit und er nimmt mich aus hier. Der nimmt alles her. Gut, dann würde ich sagen, ab an eure Plätze, dann komme ich zu euch und gucken mal, wie das Futter vorbereitet und wie eure Taktiks für heute sind. Ne? Passt. Alles klar. Klar. Dann gucke ich die Daumen mit uns. Los geht's. Also. Wir angeln jetzt ungefähr 6 Minuten ganz genau. Ich habe den ersten Fisch jetzt drauf. Dann. Ich denke mal, das ist ein kleiner Karpfen oder ein kleiner Giebel. Habe ich auch gesehen. 6 Minuten nur. Wahnsinn. Und das am Ende Februar. Drüben haben wir eine Kante drinnen, deswegen müssen wir am Anfang die Rute etwas höher halten. Dann. Wenn der Fisch mal über diese Kante drüber ist, der hat mit dem Drill immer die Rute nach unten. Der Fisch wird, man kann den Fisch viel besser reinziehen. Dann. Wie weit bist du da drüben an der Kante? Das heißt 82 Meter ganz genau. 82 Meter? Genau. Oh mein Gott. Also komplett drüben an 82. Die Kante ist ungefähr bei gute 55 Meter. Ist nicht allzu großer Fisch. Hoffen wir, es heute noch ein paar größere auch kommen. Wie gesagt, ein kleiner Giebel. Ich dachte, die machen alle Winterschlaf, die Giebel. Nee, in diesem Weine, da sind sie wach. Schön, schöner Fisch, mein Lieblingsfischer, die Giebel. Ey, Basti, ich muss die zusammenreißen. Das ist der Erste. Wollen wir deine Montage ganz schnell unter die Lupe nehmen? Genau. Einmal, Micha? Für die weite Distanz dann
oder weite Distanz, damit dass der viel genauer fliegt dann, der Köder. Da habe ich so eine neue Packung dabei, für die XL-Stamps immer dran. Ja. Fliegt viel genauer. Unten als Haken habe ich den MCM-B in Größe 12, 19er Vorfach. Ja. Und einen kleinen, diesmal war es ein kleiner Wafter von die Fluro. Genau. So, das war der Produkte. Ja, und das ist einfach auf geflochten. Nee, du hast jetzt. Über geflochtene Schnur als Hauptschnur. Ja. Und habe dann 10 Meter 30er Mono. Ja. Vorne habe ich die normale Abpackung da. Wo die ICS changed. Genau, Beats, genau. Mhm. Haken eingehängt. Du angelst mit geflochtener. Viele würden sagen bei Method O absolut no-no. In England ist auch kein Problem. Warum angelst du mit dem geflochtener? Weil ich sage immer, der Fisch draußen, wenn der Fisch am Platz gehackt wird, dann, bis er da vor dem Ufer ist, dann ist er meistens ausgedrillt. Das heißt, die letzten 10 Meter ist sowieso schon eine Monoschnur drauf, wo er gute Dehnung hat, wo es in meinem Fall eigentlich mit geflochtener genauso funktioniert. Dann. Ja, ich angel auch auf Distanz mit geflochtener, habe ich null Probleme mit. Ja. Muss natürlich eine entsprechende Route mit ein bisschen parabolischer Aktion. Und die Monster, muss ich ehrlich sagen, ist von der Aktion her eine sehr weiche Route. Und das funktioniert richtig gut dann. So, schnack nicht so viel. Mach mal den Korb voll und fang mal noch eins. Machen wir erst den Köder rein. Legen wir Futter drauf. Erstmal kein Pellets, nichts, pures Futter. Pures Futter, genau, bis die Fische schon richtig da sind. Drücken wir raus. War das jetzt dein erster Wurf oder zweiter? Zweiter Wurf war das, genau. Alles klar, jetzt gucken wir, versuchen wir, ob wir auf 82 Meter das sehen können. Und ja, da habe ich gesehen, da drüben. Schön. 1-0. 1-0. Was die, du musst die zusammenreißen. Ich bin mir selber noch ein kurzes Vorfach dran. Du hast hier jetzt die neuen Gummis, die aus dem Pressen wieder lieferbar sind. Dran. Haben wir genommen. Habe eine 18er normale Fluorcarbon-Vorfachschnur. Ich habe einmal da auf dem Vorfachschnur habe ich mal einen kleinen 8er Knoten gemacht dann, ja. Und einen Gummi drauf gemacht dann. Und kürze Vorfach meistens so auf ungefähr 25 bis 30 cm ein. Nehmen wir einen neuen Haken, die MCM-B in Größe 12 Fische die heute. Würde aber 14er genauso funktionieren. Müssen wir schauen, wenn die Fische schlechter beißen, kann man mit Hakengröße runtergehen. Machen wir da in dem Bereich ein kurzes Vorfach rein, ein kurzes Haar. Wickelt da ungefähr 8 bis 10 Mal rüber. Von unten nach oben? Vom Öhr runter Richtung Hakenschenkel. Aha. Geht von hinten rein. Zieht das Ganze fest. Und der Haken ist fertig gebunden. So schnell geht das. Dann machen wir oben noch, lassen wir so ein bisschen längeres Vorfach. Manchmal ist es besser, wenn es ein bisschen länger ist. Dann. Ja. Machen wir oben nochmal einen 8er Knoten. Und der Haken ist fertig. Lass mal ein bisschen länger, manchmal ist es im Winter ein wenig besser, wenn er länger ist. Dann. Aber das testen wir jetzt dann einmal. Ja. Also Basti, wenn es wackelt bei dir, dann ist es mein Fisch nicht. Dann geht es zu dir rüber. Wir haben einen dritten Wurf gemacht. Ich glaube, das ist der erste Karpfen, kommt dann. Wie man sieht, dann, die Schlagschnur ist gerade reingelaufen. Dann. Das heißt, ab jetzt haben wir die komplette Dehnung einer Monoschnur. Dann. Auch wenn der Fisch jetzt nochmal zieht, dann, das, was er gerade macht am Ufer, nochmal, haben wir die komplette Dehnung von der Schnur. Das heißt, in meinem Fall draufgewickelt. Das heißt, ich habe die gleiche Dehnung, wie mit Monofischen angeln würde. Der Fisch braucht noch ein bisschen. Hey, Petri! Petri! Basti! Fisch Nummer 2! Dritter Wurf dann! Wir angeln mit Schonhaken. Man sagt, Haken geht super aus. Sehr schön.
Also Wahnsinn, das ist für mich, das ist Margin, sage ich, ne, um Uferangeln an dieser Jahreszeit. Absolut Wahnsinn. Das funktioniert aber super gut. Also. Ja. Ich tue immer, wenn ich in ein Gewässer komme, wo ich mich nicht auskenne, ich angle immer im Uferbereich. Dann. Entweder angle ich direkt am Ufer, das heißt ganz, ganz knapp am Ufer, oder halt ein bisschen versetzt vom Ufer, das heißt, dann haben wir die Wassertiefe haben wir dann eh schon. Das heißt, ich kann dann die Wassertiefe kann ich selber wählen, der, wo ich angeln will. Dann. Was schätzt du, wie tief ist das der Uferbereich? Der Uferbereich, wo ich jetzt aktuell angeln werde, ungefähr 1,50 Meter. So. Eine Art, dann hast du eine gute Tiefe da. Und so, mittel im Teich, was sind die tiefsten Stellen hier? 2,50 Meter oder an der tiefsten Stelle. Dann. Und da sind die nicht im Winter? Nein, das kann man auch im Sommer kann man es da nicht fangen. Das ist eigentlich... Einer wie der andere, so muss er kommen. Schön. Klappt schon. Klappt schon, genau. So, der erste Fisch habe ich, ich bin außer Puste, muss ich hin und her laufen. Der erste Fisch habe ich Basti in Ruhe gelassen. Weil der hat diese Kante da mit zu kämpfen. Hast du rüber die Kante? Jetzt ist er drüber, ja. Ah, und jetzt der erste Fisch. Nachdem der erste verloren ging. Angelst du hier? Wie lange angelst du jetzt? Und boah, war wieder fest. Wie lange das jetzt angelt? Eine halbe Stunde circa. Hat ein bisschen lange gedauert mit der Feder, ne? Ja. Yep. Aber ich glaube, Michael hat dir auch die nicht nur die schlechteste Methode für heute, aber auch der schlechteste Platz für heute, oder? Denke. Aber das ist, der Platz ist keine Ausrede. Okay. Ich habe ganz ehrlich beim Schnickschnack-Schnuck verloren, also fiedert man auch. Karpfen. Ein Karpfen. Das ist schon schön, um die Jahreszeit so einen kampfstarken Fisch zu drillen. Auf alle Fälle. Mhm. Ende Februar. Und da ist eine halbe Stunde für den ersten Biss voll okay. Ja, klar. Was hast du, Köder am Haken? Ein kleines Würmchen war jetzt drauf. Und bis jetzt, wie viel hast du gefuttert? So Menge am Köder im Futter und so weiter? Ein Fingerhut voll vielleicht. Ja. So, da kommt der Schlagschnucken unten. Wollen wir mal gucken, ob wir... Siehst du das da? Da ist ein Baum und genau da will er wieder rein. Oh ja. Das weiß er. Da kommt er. Hast du noch gesehen? Ja, gesehen. Ein schöner Spiegler. Hoppla, so. So, zack. Schön, sehr schön. Nummer 1. Und wie ich sehe, hast du trotzdem eine vernünftige lange Vorfach dran, ne? Richtig. So, mach mal erstmal den Fisch. Und vielleicht können wir dann deine Montage ein bisschen unter der Lupe nehmen. Selbstverständlich. Up. So. Up. Hier. Guckst du, ein schöner kleiner Karpfen. Ja, vom Gewicht her. Ja. Nicht, wir sind nicht weit hinter Michael. Nö. Das kommt schon noch. Und hopp. Petri Basti. Petri. So, jetzt zur Montage. Wie erwähnt, habe ich den ersten Fisch an der Kante verloren. Dann habe ich auf einen Windowfeeder gewechselt. Windowfeeder im Winter. Genau, aus dem einfachen Grund, weil er sehr viel schneller aufsteigt wie ein normaler Korb. Ja, ich sehe, hast du eine Schlaufenmontage. Schlaufenmontage, genau. Erklär mal, vom Roller, Router zum Schnur. Welche Hauptschnur benutzt du da? Das ist eine 10er Hauptschnur mit einer 30er Mono. Ja. Also die Hauptschnur ist eine geflochtene, logischerweise. 30er Mono, die wurde in Enddrill, sage ich mal, kurz vom Kescher abdämpfen soll. Dann kommt das war einfach eine große Schlaufe, die macht man doppelt. Cuttet mal die untere Schlaufe, dann hat man hier ein gerades Stück. Wenn einfach nur ein Knoten gemacht, dreifacher Knoten, der schon groß ist, und da das Vorfach drüber geschlauft. Wie lange ist der Vorfach? Da habe ich 80 cm Vorfach dran. Und das war der Köder. Ein kleines Würmchen mit einer Pinky. Das ist alles. So. Weniges oft mehr im Winter. Jo. Genau, dann machen wir das nochmal fertig, schmeißen wir es wieder raus. Mal schauen, ob er noch ein Brüderchen oder ein Schwesterchen da draußen unterwegs hat.
Man sehr gerne macht, den Wurm komplett aufziehen, dass der Haken komplett verschwunden ist. Und dann nehme ich einfach mit dem Fingernagel die Spitze, dass da ein bisschen Saft rausläuft. Ja. Dann kommt noch eine tote Pinke drauf zum Stoppen, dass mir das Ganze nicht verrutscht. Und das war alles. Super. Und im Korb? Korb. Das Wurmstückchen, was ich abgequetscht habe, der alte Wurm von vorher und zwei, drei Pinkes noch. Mehr nicht. Das reicht für den Winter, voll und ganz. Wie gesagt, weniger ist oft mehr im Winter. So. Welche Entfernung warst du gerade? Ich fische auch auf 82 Meter. Direkt vor den überhängenden Bäumen, wo sie die Karpfen jetzt gerne aufhalten. Zack. Sein. Und draußen ist er. Ah, da habe ich gesehen, bei diesem Schild. Petri! Bitte, dank. Basti, was ist da drüben los jetzt? Entweder ein bisschen besser. Schöner der Fisch. Ein bisschen besser, ja. Hey Basti, langsam musst du wieder zusammenreißen, du stehst 3 zu 3 dann. Ja, das ist wieder ein Spiegler, der ist wieder ein bisschen schwerer. Am Anfang hat die Beta besser funktioniert, jetzt funktioniert das andere wieder besser anscheinend. Ja, hätte ich nicht gedacht, dass da mit der Feeder so viel Biss kommt. Na, komm. Der ist noch nicht so weit. Schöner, oder? Nein, aber Kraft hat er, der Bursche. Hoppala, wo bin der hin? Hui. Was hast du für einen Hakenköder drücken? Selbe wie vorher, ein Würmchen. Ab und drin ist er. Das Schöne am großen Käsekopf. Aber die Bisse sind so vorsichtig, der hing jetzt von außen nach innen. So, jetzt haben wir wieder die Bahn gewechselt. Bin ich kurz gegangen, weil lange nichts mehr gekommen ist. Ich fische jetzt aktuell mit der Ascension 340. Ich habe da auch wieder eine geflochtene Schnur drauf, mit einer Schlagschnur, einer 25er. Kleiner Korb wieder, ganz dezent bringen. Das probieren wir also mal auf die Tour wieder dann. Und wenn man sieht, das so wieder funktioniert. Das ist der zweite Fisch jetzt schon auf der kurzen Bahn. Ist eingetütet. Wieder ein schöner Schuppenkarpfen. Schön. Ja, habe ich auch gesehen. Du bist ein kurzer. Du bist auch fast wie Basti, bist du auf dieser Schilfkante da hinten. Genau, direkt am Schilf dran dann. Was hast du da für eine Entfernung? Genau 50 Meter jetzt, ja, bis zum Schilfi. Genau. Und das schaffst du mit der kurze, was ist das, 9 Fuß, 3,30 Meter, ja? Das ist 3,40 Meter, das ist Ascension, genau. Ja. Ah, die Ascension, ja. Genau. Auch kein Problem für die Entfernung. Ja. Montage jetzt, was hast du da? Wieder ganz das gleiche wie vorher, wir haben diesmal einen ganz kleinen 30er Korb dann. Ja. Und wieder den gleichen Haken wie vorher. Hakenköder, ja, haben wir wieder die Fluro, Mikro, genau. Bist du immer noch nur bei Futter oder hast du jetzt angefangen, was anderes? Ich bin jetzt nur Futter, aber wenn es die Fische so bleiben, wie sie aktuell stehen, dann werde ich ein paar Pellets drauflegen. Dann. Ja, okay. Genau. Schauen wir jetzt einmal, was passiert. Schauen wir, machen wir den nächsten Wurf und dann schauen wir weiter, was passiert.
Perfekt. So, jetzt wieder Leine. Der Fisch ist da, der frisst das Futter. Aber den Hackenköder noch bis jetzt noch nicht. Weil sowas, das sind lauter Leine. Nur Kontakt, sage ich mal. Die Fische schwimmen in die Schnur rein, die schieben den Köder rum. Dann, das ist typisch im Winter, dann, weil so viele Fische da drin ist, dann, das sind typische Leine. Bei sowas haut man auf alle Fälle nicht an. Der Biss, der kommt schon anders, sagen wir so. Man kennt den Biss sofort von einer solchen, von einer Schnur schwimmen weg dann. Super Aktion wieder von der Ascension. Ich finde eine super Route zum Methodangeln. Okay. So, können wir genau ein bisschen. Jetzt haben wir wieder eine schöne. Kurze Bahn läuft jetzt fast besser wie die Weidebahn. Das funktioniert eigentlich super. Wenn die Fische so bleiben, dann werden wir ein paar Pellets mit drauflegen. Dann schauen wir mal, erst ein bisschen anfangen mit Pellets und dann irgendwann werden wir den Pelletsanteil immer erhöhen noch. Und schauen wir, was passiert dann. Vielleicht geben wir ein paar größere dann an den Haken. Noch. Gut, mit dem jetzt den Pelletsanteil erhöhen. Wie ich schon gesagt habe, das heißt, mit dem ein bisschen Pellets rein, Futter drauf. Schaut das Ganze aus wie vorher. Und jetzt werden wir die dicken fangen dann. Jetzt haben wir den Pelletsanteil ein bisschen erhöht dann. Und jetzt wird es dann, ich hoffe, dass wir das halten können, die Fische dann. Wenn man sieht, auch bei solchen Fischen, dann, wenn man ins Netz reinkommt, der Ärmel bleibt trocken, bei den neuen Pullis, die es jetzt gibt. Dann, natürlich praktisch mit Kapuze wieder und die gleiche Qualität wie von Preston gewohnt. Dann. Wenn man nach Hause fährt, der Ärmel bleibt immer trocken, man geht nur drüber, ist dann wasserdicht, geht drüber. Ärmel wieder sauber, im Winter friert man nicht. Feiner gegangen auf die kurze Bahn. Jo, schön. Schöner kleiner Schuppi. Wo bist du jetzt gerade? Auf welcher Entfernung? Ich fische jetzt auf 42 Meter. 42? Ja. Und wo? In offenem Wasser? Oder da? Nee, vor die Kante hin, vor das überhängende Schilf, was man da drüben sieht. Ja. Fischt jetzt relativ fein. Nur noch ein 14er Vorfach. Also ist er für einen Karpfen relativ fein. Hakengröße 18. Ja. Ein kleines 20 Gramm Körbchen, was weniger Radau macht. Und wieder, wie vorher schon erwähnt, mit einem kleinen Würmchen gefangen. Okay, und dann auch dein Schlaufenmontage. Montage wieder? Ist dasselbe wie vorher, nur alles ein bisschen feiner. Die Schlagschnur ist jetzt nur eine 22er, die Hauptschnur ist ein 8er. Ah, schön. Genau, so. Dann kriegt er wieder ein kleines Würmchen. Hinten übers Öhr gezogen. Nehmen wir wieder ein bisschen was, dass der Saft schön rausläuft. Pinky dazu. Und die, wo ich jetzt noch übrig habe vom Anködern, die reichen als Köder. Das ist der Hexerkorb, das ist jetzt ein offener Korb. Drücke das Futter ein bisschen fester. Ja. Wir haben ja doch Winter, dass nicht gar so viel staubt. Setzen wir jetzt da drüben wieder vor das Schilf hin, dann hoffen wir auf den nächsten. Das haben wir jetzt gehört, ganz, ganz leise einplatscht, wenig Radau gemacht, wenig werfen. Das ist oft das Erfolgsgeheimnis im Winter. Jetzt ist es so, die Fische haben irgendwie
zierlicher geworden dann oder beißen auf alle Fälle nicht mehr so. Jetzt stiche ich mir ein Stückchen Brot aus. Nimm da den. Ich mache es immer so, andere machen es vielleicht anders. Gehe das Band rein, das reinkriege. Aufmachen. Brot rein. Rausziehen. Wie lange angeln wir jetzt? Vier Stunden, ne? Vier Stunden circa, ja. Für das, für die Jahreszeit und für die Angelzeit war es eh okay. Schätzen wir, jetzt sind 11, 12 Fische drin. Ach so, haben wir angefangen jetzt gerade. Ach so, Entschuldigung, ich hab gedacht, du bist nein, nein, alles gut. Ich wollte dieses Mal ein kleines Resümee angeln. Wir wollten gleich aufhören und ich dachte, dann komme ich die letzten 5 Minuten mit der Angler am Wasser, vielleicht sehen wir noch einen Fisch. Ja, wie war es heute? Ist ja immer vier Stunden jetzt haben wir durch. 4 Stunden haben wir es durch, ja. Für die Jahreszeit, für die Temperaturen, das Wasser, wir jetzt 6, 7 Grad haben, war das mehr als okay, würde ich sagen. Ich weiß es nicht genau, ich glaube, ich habe 11, 12 Fische, sowas, Karpfen und Giebel. Haben sehr spitz gebissen mit der Fieder teilweise, aber wie gesagt, für die Jahreszeit kommen wir da sehr auf alle Fälle. Ja. Ich war ein bisschen skeptisch, ne? Ja. Ja, und Winterangel sowieso, wie die Fischer am Video so bekommen im Winter oder die Angler, ne? ich bin richtig überzeugt und auch wie hier umgesetzt, dass er nur gegen die Ufer Fische fangen würde. Ich dachte, der Fischer wird in der Mitte, in tiefste Gewässer und versuchen, den Winter zu überstehen, aber nein, die sind aktiv, die futtern. Die fressen im Uferbereich. Wahnsinn. Ja, was meinst du? Du warst Fiedern nicht so gut wie Method heute? Nö. Aber du hast deine Fische bekommen, da immer diese Bewegung. Das sind diese kleinen Bewegungen. Ne? Ja. Ich denke, bei der Method wirst du mehr Chance, die umzuwandern, aber mit Fiedern schwieriger. Schwieriger. Die Fische, hast du gesehen, die hängen alle ganz vorne. Haben wir ein paar verloren im Drill, durch das, dass sie so spitz nehmen. Ja. Ich habe gesehen, wie er. Oh, da geht er. Das war fast wie ein Method-Feeder, aber könnte ein Schnurrbiss sein. Ne? Das war Leine. Ja. Leine. Das war wieder Leine. Ich vergesse, ihr könnt die englischen Begriffe alle schon. Ne? Leine. 1, 2 kennen wir. Ja, Schnurrbiss. Aber ihr habt richtig gearbeitet, nicht nur immer das Gleiche gemacht. Was ging nicht heute? Was gar nicht ging, waren viele Köder. Material bringen, den Fisch versuchen am Platz zu halten, nachdem er Bisse bekommen hat, hat nicht funktioniert. Der Schlüssel zur Lösung war eigentlich wenig werfen, so einen 10 bis 12 Minuten Rhythmus halten, kleine Körbe, wenig Futter, genaues und leises Werfen. Ja. Wie gesagt, du hast es gesehen, wenn man da jetzt ein 20 Gramm Körbchen montiert, ein feines Vorfach, feine Schlagschnur und möglichst ruhig verhalten. Ja, weil ein paar Mal habe ich gesagt, die haben 2, 3 Fische hintereinander. Ich sage, jetzt bring mal ein bisschen Köder runter. Nein. Michael hat für uns gemacht drüben, er hat Pellets gebracht, tot. Halbe Stunde, kein Fisch, kein Zeichnen gehabt, nichts. So, das war auch überraschend. Ich dachte, wenn die Fische da sind, dann futtern wir die Fische. Nein, darfst du nicht, ne? Nee. Nummer 1 Köder heute war? Ein kleiner Wurm mit einer Pinky. Ja, das haben wir gesehen. Köder, ja. Und da gehen die immer drauf, ne? Genau, da sieht man sie wieder. Aber ich spiele nur das. Der sitzt, der muss sitzen.
Und so wie ein Resümé gehört, muss ein Fisch im Drill. Ja, genau. Was hast du da? Wieder nicht der größte, kleiner Karpfen, schätze ich. Ja. Wieder nicht der größte, aber wie gesagt, Fisch ist Fisch. Fisch ist Fisch und im Winter Fisch ist Fisch. Genau, richtig. Ja, nee, das hat richtig Spaß mit euch gemacht heute. Ja. Morgen sind wir auch unterwegs. Und mal gucken, was wir da machen. Aber ihr habt mir auch versprochen, Fische, ja? Morgen siehst du ein paar Brasen. Zwar nicht die größten, aber ja, ein paar siehst du. Egal, Fisch ist Fisch. Michael hat auch gerade einen kleinen Schuppen. Karpfen oder Giebel? Ein Giebel, ja. Wir gehen zu Michael gleich. Wir wollen erst mal diesen Fisch sehen. Was siehst du schon wie Drille? Dicke Vorfächer, starke Haken. Kriegst du keine Bisse. Das ist alles relativ feine Angelei hier. Aber die kleine kurze Ruten, Essential, ja. Was war das nochmal? Die 340. 40 Gramm, ja. Das macht auch Spaß. Das macht richtig Spaß. Diese Fische auf. Genau. Ja. Aber wenn er nicht der Größte ist, ergibt sich nicht geschlagen. Ja. Aber wie fit die sind im Winter auch noch. Ja, ja. Und die Wasser ist kalt. Ich stehe hier mit meinen Gummistiefeln. Ich friere mir die Fische ab. Ja, ui, der möchte noch nicht zu uns. Kamerascheu ist der. Kamerascheu, genau. Ja, solange er dran bleibt und sich kurz zeigt an der Kamera, ist alles gut. Jawohl. Ja, so klein ist er gar nicht, wie ich dachte. Nee, ne? Ja. Ich dachte auch, machst du ein bisschen hier Theater am Kamera hier. Ja. Aber der Fisch ist nicht so klein. Ja. Oh, oh. Ja. Da kommt der Bursche. Ja, 1500, hm? Ja. Wunderschön. Das siehst du schon, wie die Wurm aus dem Mund schaut da. Mhm, hängt wieder ganz vorne. Ja. Wunderbar. Petri. Danke. Da, dann haben wir noch den letzten für heute, für die Kamera. Ja, die gucken wir einmal kurz an. Ich bedanke mich, Basti, für den heutigen Tag. Yep. Guckst du ganz vorn, wie immer. Schön. Und draußen. Also. Einmal Vorsicht. Uppala. Jawohl, wir sitzen im Wasser, so er kann sowieso dann. Genau. Alles klar. Gut. Danke, Michael, vielen Dank. Ja, bitte. Michael, Basti meine ich. Die zwei kenne ich seit heute Morgen. Wechsel ich Namen immer. Oh. Alles gut. Jetzt hat Michael doch einen Fisch. Wir gehen schnell rüber und gucken mal. Machen wir. Vielen Dank nochmal. Bitte, gerne. Und wir sehen uns wieder am Wasser. Richtig, bald. Auf alle Fälle. Alles klar. Dann, wenn es ein bisschen wärmer ist. Da bin ich, Michael, da bin ich. So, letzter Fisch für heute hast du auch dran. Genau. Ein guter? Ja. Kein kleiner. Musst du umdrehen zur Kamera. Nein, so ein Scherz. Oder geht da rüber, genau, das ist das Problem. Erstmal gegen den Fisch immer drehen, ne? Gegen die Kamera drehen. Aber auch bei Michael bin ich sowas vom überrascht. Nur am Ufer. Im Winter. Wahnsinn. Guck, die kleine Sprung von dem an. Hast du wieder eins? Jetzt geht's richtig los. Wir sollen Feierabend machen. Ja, ich lasse dich in Ruhe, bis der Fisch kommt. Kein Problem. Kann mal zugucken und schnacken mal ein bisschen über den Angeltag heute. Ah, schöner Spiegel. Schöner Abschluss. Ne? Schöner Abschluss, Fisch. Kann nicht mehr sprechen. Na schön. Ja, das war auf der kurzen Bahn wieder. Kurze Bahn wieder, genau. Schön wieder in über, der Lippe, über den Basti, ganz knapp vorne gehockt. Ja. Ach, guck mal. Wunderschöner Markenlos. Fisch. Dann. Schön. Sieht aus wie diese Kuscheltiere. Sind das? Nein, das ist ein echter Fisch. Das ist ein echter Fisch. Ja, Michael, auch bei dir war, wie erwartet heute, oder... Ja, ich kenne das Gewässer, sage ich immer, es ist schon ein gutes Gewässer, ja. Aber wenn wir das probieren mit den Pellets dann. Die Pellets war eher schlecht, haben wir festgestellt. Dann. Es ist fast kein Fisch mehr gekommen. Hat wieder eine Zeit gedauert, aber irgendwann haben sie wieder da. Jetzt.
Das war mein Schuld. Ich habe gesagt, komm, wir müssen jetzt zeigen die Leute, dass wir die Fische da sind. Mach mal ein bisschen Futter. Er sagt, ich zeig dir das, aber das wird nicht gut. Eine halbe Stunde lang. Ja, nee, hast du doch ein paar. Mit der Pellets haben wir zwischendurch doch ein paar, aber ein paar vielleicht gefangen, zu genau. viel Pellets gebracht. Genau dieses Problem. Weil vielleicht ein paar, so ein kleiner Fingerhub voll hätte gereicht und dann wird dann schon wieder übertrieben. Und dann, ja. Genau. Und Mais. Genau. Maden hast du benutzt, Pinkies? Ja. Maden habe ich benutzt, dann Pinkies nicht derzeit. Wurm habe ich versucht. Dann. Ja. Aber der beste Köder war heute definitiv die Mikrowafters. Die Mikrowafters. Genau, in Fluoro und Grill. Und das waren die zwei, die am besten funktionieren. Egal welche Farbe hast du tendiert. Welche? Also ich sage, der rosane war fast am besten heute. Ja, ja. Und der orange, sage ich ziemlich, aber ansonsten war es ziemlich gleich. Die Fische waren wirklich in Basslaune für einen Winterangel. Ne? Genau. Ich glaube, wir haben jetzt ein Resümee, sagen wir ungefähr 22 Fische. Genau, das für Winter ist das vollkommen in Ordnung. Die gucken wir gleich an. Ja, erstmal vielen Dank für heute. Es ist das erste Mal, dass ihr einen Film gemacht habt. Ich finde, die haben das toll gemacht, oder? Haben die nicht toll? Ich hoffe. Ja, nee. Da haben wir Spaß gemacht. Das ist die halbe Arbeit, wenn die Angler da ein bisschen vor der Kamera was machen können. Und Fische fangen, ne? Und Fische fangen, ja. Super, dann haben wir schön. Genau. Danke für den Einblick und diese Gewässer im Winter. Das hat mir richtig Spaß gemacht. Ja, genau. Alles klar. Passt. Gut, scheiße. Ja, vielen Dank. Aber, ich sag danke. Ja, wir trinken noch ein Bierchen heute Abend. Ne? 100%. Ja, Teambesprechung heute Abend. Genau. So, Chef, wenn die Rechnung kommt nicht mehr mit ein, zwei Bieren. Ne? Das ist ein Bayer da. Wir sind in Bayern, genau. Ernährungsmittel oder was? Grundernährungsmittel. Genau, so, ich kassiere das als Essen. Essen. Genug Quatsch. Wir müssen früh aufstehen morgen. Wir machen noch ein Tag im Gewässer morgen, ne? Genau. Alles klar. Vielen Dank. Passt. Und bis nachher. Genau. Alles klar.